Der Skoda Karoq gehört ganz klar zu den absoluten Bestsellern der Marke. Und wir fahren heute die beiden neuesten Ausstattungslinien, nämlich den Karoq als Scout und den Karoq als Sportline. Wir wollen jetzt mal schauen, was sie denn so Besonderes bieten im Vergleich zum normalen Serienmodell. Für den Karoq Sportline gibt es jetzt eine neue Top-Motorisierung. Und die haben wir hier an Bord. Das ist ein 4-Zylinder 2-Liter Benziner. Der liefert 140 kW bzw. 190 PS und maximal 320 Newtonmeter Drehmoment. Bei uns ist der verbaut mit einem 7-stufigen DSG. Den gibt es aber auch mit der 6-Gang-Handschaltung. Ich muss sagen, der macht hier im Auto einen richtig guten Job und macht vor allen Dingen wirklich Spaß. Denn damit ist der Karoq echt flott unterwegs. Unser Scout, der hat den 2-Liter Dieselmotor an Bord, gekoppelt mit dem 7-Gang-DSG-Getriebe. Und wir haben somit 150 PS an Bord, maximal 340 Newtonmeter Drehmoment. Und das ist für den Scout schon sehr ordentlich. Damit läuft er wirklich ruhig und vernünftig, lässt sich sehr gut fahren. Und man kann es auch ein bisschen sportlicher angehen lassen, obwohl wir eben nicht in dem Sportline sitzen. Der Skoda Karoq Sportline, der hat das adaptive Fahrwerk mit an Bord. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, unterschiedliche Fahrmodi zu wählen. Von sehr komfortabel bis hin zu doch recht sportlich. Das kostet beim Scout extra 780 Euro. Der Skoda Karoq bietet, wie ich finde, bereits im Standard ein wirklich schön abgestimmtes Fahrwerk, eine präzise Lenkung und auch das Zusammenspiel von Motor und Getriebe funktioniert wirklich immer klasse. Wenn ich aber hier bei unserem Fahrzeug mit der Top-Motorisierung umschalte, im Sportline von Normal auf Sport, dann wird der ganze Wagen richtig knackig. Der Motor ist sofort agiler, das Fahrwerk ist viel straffer und auch die Lenkung fühlt sich noch mal präziser und direkter an. Und so macht der Kleine richtig viel Spaß. Der Sound von dem Karoq Sportline ist wirklich richtig klasse. Aber wenn man normal fährt, dann kann das schon so ein bisschen störend wirken. Wer das nicht mag, der braucht Gott sei Dank nur umschalten auf den Komfortfahrmodus, denn dann wird der Soundgenerator abgestellt und es wird leiser im Fahrzeug. Der Karoq als Sportline soll eben besonders sportlich daherkommen und deswegen finden wir hier im Kontrast zu unserem roten Fahrzeug viele schwarze Elemente. Zum Beispiel haben wir hier eine schwarze Umrandung des Kühlergrills, die ist beim Scout in Chrom gehalten. Wir haben hier unten schwarze Elemente, wie zum Beispiel auch hier diese Flaps an der Front. Bei dem Scout wiederum finden wir eher, sag mal, robuste Elemente. Zum Beispiel hier dieses eloxierte Teil. Und ganz wichtig auch, beim Scout gibt es einen Unterfahrschutz, damit der Motor einfach geschützt wird, wenn man über, sag mal, Steine oder Ähnliches fährt. Wenn wir uns ansonsten die Fahrzeuge anschauen, grundsätzlich gleich. Aber wichtig ist, beim Sportline sind zum Beispiel die LED-Scheinwerfer Serie, während sie beim Scout 990 Euro Aufpreis kosten. Sowohl der Scout wie auch der Sportline bieten eine wirklich gute Basisausstattung und das gilt auch für die Sicherheits- und Komfortassistenten. So haben zum Beispiel beide Fahrzeuge den Notbremsassistenten inklusive Fußgängererkennung an Bord und beide Fahrzeuge haben auch serienmäßig bereits einen Tempomaten mit an Bord. Es gibt darüber hinaus aber reichlich Möglichkeiten, das Fahrzeug auszustatten. Ich kann hier zum Beispiel auch einen adaptiven Tempomaten haben, ich kann einen Spurhalteassistenten bekommen, es gibt natürlich Parksensoren, eine Rückfahrkamera und vieles mehr. Der Karoq als Scout, der hat serienmäßig immer Allrad an Bord. Beim Sportline habe ich da die Möglichkeit, selbst zu wählen, ob ich lieber einen Fronttriebler oder den Allradantrieb haben möchte. Ein Karoq, egal ob Sportline oder Scout, muss praktisch sein. Und das gilt zum Beispiel auch für das Thema Ablagen. Und das kann der Karoq. Wir haben hier zum Beispiel in der Tür vorne Platz für auch größere Flaschen, wirklich große Ablagen. Wir finden eine vernünftig dimensionierte Mittelkonsole, unter der Mittelarmlehne noch ein Fach. Und wichtig, wir haben in der Mittelkonsole auch zwei Becherhalter. Darüber hinaus haben wir zum Beispiel hier vorne noch ein kleines Fach, das man schließen kann. Und darunter verbirgt sich unter anderem die optionale Möglichkeit, das Mobiltelefon zu laden. Außerdem sind hier vorne auch noch zwei USB-Anschlüsse, falls ich mein Mobilgerät lieber per USB mit dem Fahrzeug verbinde. Aber ein Skoda, auch ein Karoq, wäre kein echter Skoda, wenn es hier nicht die Simply Clever-Lösung geben würde. Und die haben wir natürlich auch an Bord. So gibt es natürlich hier vorne zum Beispiel den Tickethalter an der Frontscheibe. Es gibt hier im Fahrzeug natürlich den Eiskratzer unterm Tankdeckel. Wir finden im Kofferraum reichlich Verzurrmöglichkeiten, um das Gepäck zu sichern. Und was mir besonders gut gefällt bei diesen Becherhaltern hier vorne, ist es so, dass ich mit einer Hand eine Flasche aufdrehen kann, denn da unten ist eine Gummierung drin, die das unterstützt.
Und ein Tipp von mir, eine Sache, die ich unbedingt bestellen würde, ist die sogenannte Wendematte für den Kofferraum. Das heißt, eine Seite mit Stoff, andere Seite mit Kunststoff. Super praktisch und kostet nur 50 Euro Aufpreis. Wenn wir uns die Seite anschauen, dann fällt zuerst einmal auf, beide Autos haben relativ große Räder. Liegt daran, beide bieten serienmäßig 18 Zoll Alus. Aber beim Sportline finden wir wieder schwarz und beim Scout wieder grau. Und wenn wir uns jetzt zum Beispiel die Rückspiegel anschauen, auch wieder schwarze Rückspiegel serienmäßig, eloxierte Rückspiegel serienmäßig und das gleiche Spiel auch bei der Dachreling. Und um diesen sportlichen Charakter hier bei der Sportline zu unterstützen, haben wir einen Seitenschweller, der das Auto richtig schön auf die Straße presst, während wir bei dem Scout eine Kunststoffbeplankung mit einem eloxierten Schweller finden, der das Auto robuster dastehen lässt, also deutlich weniger sportlich. Gehen wir weiter, da hinten gibt es eine Gemeinsamkeit. Beide Autos haben serienmäßig ab der B-Säule abgedunkelte Seitenscheiben und auch eine abgedunkelte Heckscheibe. Wie beim normalen Skoda Karoq auch, bieten auch diese beiden Modelle wirklich richtig viel Platz für ein so kleines Auto. Also ich mit meinen fast 2 Metern sitze hier vorne richtig gut. Das gleiche gilt auch für den Beifahrersitz. Und wie wir bereits wissen, kann ich im Karoq selbst hinter mir noch sitzen. Finde ich für so ein kleines SUV mehr als ordentlich. Die verwendeten Materialien hier im Innenraum, genauso wie die Verarbeitung, sind bei beiden Modellen wirklich sehr gut. Wir finden fast kein Plastik. Wir haben an der Tür, genauso wie auf dem Armaturenbrett oder selbst in der Mittelkonsole, fast nur Soft-Touch-Materialien. Wichtig ist jedoch, hier gibt es so ein paar Applikationen und die sind beim Sportline eher so ein bisschen auf Dynamik getrimmt. Wir haben zum Beispiel hier im Fahrzeug eine Oberfläche, die so ein bisschen nach Carbon aussieht, während wir in dem Scout dann eher Hölzer finden, was, wie ich finde, aber sehr gut dazu passt. Beide Modelle bieten optional ein voll digitales Cockpit. Der Preis dafür knapp 400 Euro. Außerdem gibt es hier Infotainment-Systeme mit Touchscreens in Größen von 6,5 Serie bis hoch zu 9,2 Zoll in der Top-Ausstattung. Um den sportlichen Touch nochmal zu unterstreichen, gibt es beim Karoq Sportline, wenn man das digitale Cockpit bestellt, auch einen Zusatzmodus. Und da hat man im Zentrum des Bildschirms vorne den Drehzahlmesser und das Gefühl, so ein bisschen in einem Sportwagen unterwegs zu sein. Beide Fahrzeuge bieten übrigens serienmäßig Rückleuchten in LED-Technologie. Und jetzt, wo wir gerade hier stehen, schauen wir mal in den Kofferraum. Denn, ganz wichtig, beide Modelle bieten, wie der normale Karoq übrigens auch, 521 Liter maximales Ladevolumen mit aufgestellter Rückbank. Klappe ich die Rücksitze um, dann wächst das Ganze auf 1630 Liter. Für beide unserer Karoq-Modelle gibt es gegen 400 Euro Aufpreis eine elektrische Heckklappe. Und das Schöne ist, die hat eine sogenannte Tip-to-Close-Funktion. Das heißt, ich brauche sie nur kurz antippen oder kurz an der Lasche ziehen und dann schließt sie automatisch. Während wir in dem Karoq Scout braun-schwarze Sitze finden mit übrigens sehr schönen braunen Ziernähten, haben wir hier im Sportline schwarze Sitze mit fast silberfarbenen Kontrastnähten. Und ganz wichtig, hier sind Sportsitze mit integrierter Kopfstütze. Die Sitze im Skoda Karoq Scout, die bieten genauso viel Komfort wie die bei der Sportline-Version, aber wir haben hier einfach deutlich weniger Seitenhalt. Also hier geht es demnach etwas bequemer zu. Wichtig ist aber, die Kopfstütze hier, die kann man richtig weit nach oben stellen. Das ist für große Leute ein echtes Plus. Sowohl der Sportline wie auch unser Scout hier sind wirklich vernünftig ausgestattet und unser Scout kostet in der Basis 33.640 Euro. Kein Kleingeld, aber dennoch ist Luft nach oben, denn man kann in der Sonderausstattungsliste schon noch einiges dazu buchen. Und da sollte man ein bisschen aufpassen, denn unser Testwagen zum Beispiel, der fast alles an Bord hat, der kostet dann doch über 45.000 Euro. Das war meine Probefahrt im Skoda Karoq Sportline und Skoda Karoq Scout. Beide Fahrzeuge bieten so ihre Vorteile. Hier wird es ein bisschen sportlicher, da ein bisschen robuster. Und obwohl beide den 1,5 Liter 150 PS Benziner an Bord haben als Basis, sind die Einstiegspreise völlig unterschiedlich. Hier sind es 30.520 Euro, beim Scout sind 33.640 Euro fällig. Aber der Scout kommt serienmäßig mit Allrad an Bord. Mein Herz jedoch schlägt mehr für den Sportlichen, denn dank des Soundgenerators und der serienmäßig verbauten adaptiven Fahrwerkslösung kann ich den Wagen richtig sportlich abstimmen und habe außerdem noch was für die Ohren. Doch wer es ein bisschen knackiger, ein bisschen robuster mag, der sollte sich auf jeden Fall den Scout einmal anschauen.